sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei unserem wöchentlichen Format Markt Update. In Kooperation mit der Außenwirtschaft Austria schalten wir jeden Donnerstag in einen ausgewählten Markt und holen uns dort Informationen zur aktuellen Lage, zu Geschäftsmöglichkeiten, vielleicht sogar zu Geschäftschancen ab. Heute auf der Agenda steht die Schweiz und ich darf ganz herzlich unseren Wirtschaftsdelegierten in Zürich, Manfred Schmidt, begrüßen. Guten Morgen, grüezi, lieber Manfred. Ja, das sage ich, grüezi an alle Steirerinnen und Steirer aus Zürich. Ihr Mann aus der Schweiz steht Ihnen zur Verfügung. Ja, danke schön, Manfred. Ich darf vielleicht auch kurz darauf hinweisen, wir haben heute eine gesamtösterreichische Community bei uns. Also dieses Format ist nicht nur auf die Steiermark bezogen, sondern Gesamtösterreich. Das ist auch der Grund, warum wir auch die österreichischen Interessen ein bisschen im Vorfeld abgefragt haben. Und wir wären auch, wenn wir eine steirische Institution sind, sehr stark auf einen gesamtösterreichischen Bezug eingehen. Lieber Manfred, gestern die Headline auf ORF.at war, die Schweiz bleibt auf Schlingerkurs. Es ging darum, dass pandemisch die Lage ja relativ ähnlich in deinem Gastland ist wie bei uns. Auf der anderen Seite sind die Restriktionen bei weitem nicht so scharf wie in Österreich. Vielleicht hat der eine oder der andere, wahrscheinlich sogar viele, schon ein bisschen den Überblick verloren, was gilt überhaupt. Also was kann jetzt ein Geschäftstreibender wirklich noch in der Schweiz machen? Wie schaut's aus? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen abholen. Ja, es gab ja gestern auch diesen Beitrag im ORF ZIP 2. Ja, es stimmt, die Situation in der Schweiz ist durchaus prekär. Die Intensivbetten sind schon praktisch belegt und voll. Schweiz hat im Prinzip auch höhere Fallzahlen als Österreich. Die Maßnahmen der Regierung hingegen ist etwas anders als in Österreich. Und das muss man aber auch verstehen im Zusammenhang, wie die Schweiz aufgesetzt ist. Die Schweiz ist viel föderalistischer strukturiert als Österreich und es gibt einen immensen Fleckerlteppich an Maßnahmen. Es ist ein Wirrwarr an Maßnahmen und das hängt eben damit zusammen, dass der eine Kanton diese Maßnahme erlassen hat, der andere etwas anderes gemacht hat, vor allem zum Beispiel in der französischsprachigen Schweiz, Genf, Kanton Waadt. Dort gibt es zum Beispiel auch einen Lockdown. In der Ostschweiz, in der deutschsprachigen Schweiz, sieht es etwas anders aus. Dort sind die lokale Gastronomiebetriebe zum Beispiel noch geöffnet. Es ist also etwas intransparenter in der Schweiz. Insofern kann man sagen, von einem Schlingerkurs. Die Forderungen sind da nach stärkeren Maßnahmen. Die Wirtschaft hält entgegen. Es gibt grundsätzlich auch weniger Unterstützungs- und Fördermaßnahmen der Regierung für Unternehmen, als das etwa in Österreich ist. Es gibt weniger Direktförderungen. Wenn, dann ist es zumeist, sind es Kredite, die dann auch später zurückgezahlt werden müssen. Was heißt das jetzt nun für österreichische Geschäftsreisende? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man kommunizieren soll, ist, bitte die Einreise noch in die Schweiz ist weiterhin möglich. Es bedarf keiner Quarantäne. Es bedarf auch bei der Rückkehr nach Österreich. Es bedarf keines PCR-Tests, der vorgewiesen werden muss. Ja, es ist natürlich schwieriger, Geschäftstermine zu erhalten, weil doch auch viele in Schweiz im Homeoffice sind. Was natürlich für jene Unternehmen negativ ist, die bewusst Neuakquise machen wollen. Jene, die schon im Geschäft sind und ihre bestehenden Geschäftspartnerschaften fortführen können, dort ist es nicht so schlimm. Aber wenn du ein neues Geschäft aufgleisen willst, dann ist es schon eine Herausforderung, weil dazu bedarf es doch noch der physischen Kontaktnahme. Da muss man sich fühlen, da muss man sich spüren. Und das ist halt etwas schwierig. Aber prinzipiell wichtig, Einreise möglich. Es ist natürlich so, dass die Flugverbindungen aus Österreich drastisch runtergefahren wurden. Ursprünglich aus Wien gab es 10 Flüge am Tag und jetzt fliegen vielleicht noch ein oder zwei Flieger am Tag. Manfred, vielen Dank. Bevor ich jetzt da noch in das Gespräch wieder einsteige, einen Aufruf an die Community.
Sollten Sie Fragen haben, die Sie beantwortet haben wollen, dann stellen Sie diese bitte in den Chat. Sollte es sich zeitlich ausgehen, nehmen wir sie hinein. Ansonsten würden wir im Nachgang Ihnen die Frage beantworten und die Antwort zuschicken. Manfred, das Feedback, das wir aus vielen anderen Ländern bekommen, ist, dass die lokalen Regierungen Infrastrukturprojekte vorziehen, um die Wirtschaft einfach ein bisschen anzukurbeln. Daraus ergeben sich auch immer wieder Geschäftschancen für österreichische Unternehmen. Gibt es sowas Ähnliches auch bei euch in der Schweiz? Partiell sicher, aber so dass man das grosso modo sagen kann, würde ich sagen, nein. Die Schweiz setzt auch anders als Österreich zum Beispiel keine speziellen Investitionsprämien für Unternehmen aus. Das gibt es hier nicht. Es werden auch, und vor allem Infrastrukturprojekte sind ja Projekte, die eine gewisse langfristige Planung mit sich bringen. Und hier wird keine proaktive, schnellere, sozusagen, Vorzug dieser Projekte angedacht. Das Land ist aber ein faszinierendes, weil es der Sitz von vielen, vielen Multis ist, von vielen, vielen Großkonzernen. Und diese Großkonzerne haben natürlich Produktionsstätten über den Globus verteilt. Und wo wir sehr wohl gute Chancen sehen, ist das Faktum, dass in dem ersten Lockdown in den Monaten März, April, Mai, dort kam es zu massiven Unterbrüchen in den Lieferketten. Und hier sehen wir ganz tolle Chancen für österreichische Unternehmen, die bereits etablierte Kontakte mit diesen Großkonzernen in der Schweiz unterhalten und teilweise schon Zulieferer sind. Und da glaube ich, dass es für diese Unternehmen durchaus Sinn macht, sich besser zu präsentieren, sich zu positionieren, mit dem Argument an diese Multis heranzutreten und zu sagen, schaut's her, ihr hattet Lieferschwierigkeiten, die Lieferketten waren unterbrochen aus Asien, aus Fernproduktionsmärkten. Wollt ihr nicht stärker ein Reshoring zurück in den Nachbarraum Österreich, ein Reshoring von Asien zurück? Und ich glaube, da tun sich durchaus Chancen auf für österreichische Unternehmen. Ja, das ist eine sehr interessante Aussage, um ehrlich zu sein, weil das Thema Reshoring und Nearshoring ist zwar in aller Munde, aber mit wem auch immer wir bisher gesprochen haben, muss man ehrlich sagen, ist nicht wirklich dann etwas Konkretes auch passiert. Das ist das erste Mal, dass es in die Richtung etwas gibt. Vielleicht können wir dann im Anschluss noch einmal darauf zurückkommen, ob ihr dann Veranstaltungen in diese Richtung plant, post-Corona, oder vielleicht kann man auch währenddessen was machen, so Vernetzungstreffen. Aber da würde ich dann noch einmal darauf zurückkommen. Manfred, ich sehe, dass das im Chat doch einige Fragen gibt und es wäre schade, wenn wir die nicht vielleicht mit hereinnehmen würden. Und bitte sag, ob wir die jetzt gleich so beantworten können. Wenn nicht, dann schicken wir die Antwort zurück. Gibt es eine Aussage im Bereich der Bauindustrie? Wurden zum Beispiel 2020 aufgrund von Corona weniger Baugenehmigungen als in 19 erteilt? Mag schon sein, dass in der Verwaltung die sozusagen ein Backlog an Antragsabarbeitung gibt, aber grundsätzlich ist die Bauwirtschaft immer noch gut unterwegs. Wo Vorsicht immer stärker eingefordert wird, ist im Bereich Immobilienentwicklung, und zwar Wohnungsentwicklung. Da gibt es vermehrt Stimmen, dass man schon sehr nahe an einer Immobilienblase ist. Und das sieht man auch, dass mit Ausnahme der Ballungszentren Genf und Zürich ist die Leerstandsquoten an Wohnungen steigt. Das heißt also, könnte sein, dass hier eine Immobilienblase entsteht oder platzt. Okay, danke. Dann vielleicht rund ums Reisen eine Frage, die wahrscheinlich viele interessieren wird. Gibt es Einschränkungen der Reisemöglichkeiten per Auto über das deutsche Eck? Deutsche Eck ist natürlich nicht mein Bereich, das liegt aber an und für sich. Die Einreise in die Schweiz ist für alle ungehindert möglich.
wobei es ab nächster Woche für Bürger, die nicht zu Geschäftsreisen, das muss ich dazu sagen, also nicht für Geschäftsreise in die Schweiz einreisen, nicht durchreisen, sondern nur einreisen, es eine Quarantäne gibt, nämlich für Bürger aus Salzburg und Oberösterreich. Das ist gestern verlautbart worden. Aber für Geschäftsreisende ist die Einreise ungehindert möglich und auch die Ausreise und Rückreise nach Österreich ohne Quarantäne und ohne Testvorlage möglich. Das ist dezidiert anders als in den Monaten März, April, Mai. Dort gab es Riesenschwierigkeiten. Dort konnten sogar Eigentümer von Niederlassungen in der Schweiz nicht einmal in die Schweiz einreisen. Ja, nach meinem Verständnis zielt die Frage ein bisschen darauf ab, wenn ich als Österreicher jetzt nicht über Vorarlberg in die Schweiz einreise, sondern eben hinten über Lindau, ob es da... Kein Problem. Das ist eine sehr gute Nachricht. Danke dir. Hier gibt es noch eine Frage zu Online-Plattformen und Ausschreibungen. Da darf ich vielleicht dazu sagen, da würden wir dir diese Frage weiterleiten, dass du die beantwortest im Nachgang. Die Frage, die auch hier steht, wie, kannst du bitte runterscrollen von der Technik, bitte einmal runterscrollen. Wie steht es um die Hotellerie bzw. den Tourismus aktuell? Sehr schlecht, mindestens gleich schlecht wie in Österreich, teilweise sogar schon schlimmer, weil die Schweizer Hotellerie und Tourismusindustrie hängt viel stärker von den Ferndestinationsmärkten wie Asien und den USA ab. Diese Märkte sind total zusammengebrochen. Der Schweizer hat zwar im Sommer verstärkt den Urlaub im eigenen Land wahrgenommen, aber es ist also dramatisch die Situation, und hinzu kommt, dass die Fördermechanismen für der öffentlichen Hand im Tourismus wahrscheinlich oder sicher sogar weniger großzügig ist als in Österreich. Okay, vielleicht noch eine Branchenfrage, da muss ich die Technik bitten, nach oben zu scrollen. Kannst du uns auch die Frage eventuell beantworten, wie steht es mit der Entwicklung von der IT-Branche in der Covid-Zeit? Ich glaube, das ist die Branche, die am wenigsten betroffen ist von Covid. Sogar dort gibt es immense neue Chancen. Ist eine Wachstumsbranche. Und hier sehen wir sowieso in der Schweiz einen Riesenmarkt auch für österreichische Unternehmen, weil erstens der Markt an IT-Fachkräften ist, so wie in Österreich auch, aber in der Schweiz massiv ausgetrocknet. Und wo wir sehr viele Aufträge aus der Schweiz erhalten, ist in Outsourcing von IT-Dienstleistungen nach Österreich, weil auch die Kostenstruktur in Österreich günstiger ist. Wir organisieren zum Beispiel auch im März einen Austrian Showcase zum Thema IT-Dienstleistungen fokussiert auf Dokumentenmanagement. Manfred, bevor wir zur allerletzten Frage kommen, die wäre eben, was ihr geplant habt. Ich möchte unbedingt eine Frage, bitte vielleicht kurz beantworten, stellen, die aus den westlichen Bundesländern gekommen sind, oder die gekommen ist, nämlich, wie ist aktuell der Verhandlungsstand zum institutionellen Rahmenabkommen der Europäischen Union mit der Schweiz? Das hat ja doch einen relativ großen Impact dann auch, insbesondere für diese Region. Ich meine, das ist ein sehr komplexes Thema. Ja. Zum Verständnis, worum geht's? Es geht darum, dass die Schweiz praktisch vollen Zugang zum europäischen Binnenmarkt hat. Und den hat sich die Schweiz gesichert durch den Abschluss von fast 200 bilateralen Verträgen zwischen der Schweiz und der EU. So, jetzt sagt die EU, ja, wenn ihr im Binnenmarkt sein wollt, dann müsst ihr die gleichen Regeln einhalten, wie wir es auch für andere EU-Mitglieder haben. Und die Schweiz hat aber diese bilateralen Verträge teilweise einseitig interpretiert und einseitig in nationales Recht implementiert, und es kam dazu zu unterschiedlichen Auslegungen. Da hat die EU gesagt, das habt ihr anders gemacht, wie wir das eigentlich vorgesehen haben.
Und die EU sagt, also wir wollen jetzt ein Rahmenabkommen haben, das sicherstellt, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, dann soll es einen Streitbeilegungsmechanismus geben, der für euch dann auch verbindlich ist. Die Schweiz fürchtet dann natürlich Autonomieverlust, Verlust an Gestaltungshoheit. Aber die EU sagt, wenn das Abkommen nicht unterfertigt wird, dann gibt es keinen neuen Abkommen mehr mit uns, was natürlich zu einer Erodierung der bilateralen Wirtschaftsverhältnisse kommt, was für die Schweiz mittel- bis langfristig ja ganz schlecht sein wird. Und die Schweiz ziert sich hier, hat jetzt 5 Jahre schon, gab es Verhandlungen, dann gab es ein fertiges Vertragswerk und man hat immer noch nichts unterfertigt, weil es eben für die Schweiz darum geht, die Autonomiehoheit in den meisten Bereichen, was die wirtschaftlichen Beziehungen anbelangt, sicherzustellen. Es ist ein Prozess, der für die Schweiz immens wichtig ist, aber die EU hier auch nicht locker lässt. Mhm. Ja, Manfred, das ist ein Thema, da könnten wir jetzt wahrscheinlich eine Stunde drinnen bleiben, ja, und das runterdeklinieren. Ja. Leider gibt das Format nur knapp 15 Minuten und Zeit, uns ein bisschen auszutauschen. Ich darf aber die Community vielleicht darauf hinweisen, dass man mit dieser Frage, aber natürlich mit vielen anderen Fragen direkt sich an euch wenden kann. Sie sehen eingeblendet in wenigen Sekunden auf und jetzt auf der Oberseite Ihres Bildschirms die Kontaktdaten des Außenwirtschaftscenters Zürich. Bitte klicken Sie den roten Button Kontakt und Sie finden hier die E-Mail-Adresse, die Homepage, die Telefonnummern, alles, was Sie vom AC Zürich brauchen können. Aber selbstverständlich stehen auch wir Ihnen im Internationalisierungscenter Steiermark unter der Nummer oder unter der Seite ic-steiermark.at für diese Fragen zur Verfügung. Wir müssen aufgrund der Formatvorgabe jetzt langsam schließen. Lieber Manfred, ich danke dir vielmals für deine Ausführungen. Darf noch einmal darauf verweisen, dass alle eure Veranstaltungen ja auf eurer Seite zu finden sind. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, nächste Woche am Donnerstag, wiederum um 10 Uhr, haben wir Berlin an der Leitung und wir können alle Fragen, die Sie zu Deutschland haben, in dieser Session aufnehmen. Ich bedanke mich ganz herzlich, insbesondere bei dir, Manfred, bei Ihnen, ja, sehr geehrte Damen und Herren, und wünsche uns allen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen in Zürich. Ade. Ade.